Ja, heute kochen wir ein Pinzgauer Käsknödel, wie ich schon angekündigt habe. Dazu brauchen wir einmal einen Butterschmalz. Dann habe ich da dann schon eine Zwiebel vorbereitet und ein bisschen Knoblauch. Ich nehme gern viel Zwiebel. Wenn das jemand nicht so mag, ist nicht so tragisch. Und Knoblauch mag ich auch, aber gerne ein bisschen mehr. Das tun wir nachher da innen schön anreißen. Das soll so schön goldbraun nachher anbraten sein. In der Zwischenzeit habe ich da dann schon ein Knädelbrot hergerichtet. Grundsatz ist, so viel Knädelbrot, so viel Käse. Ich nehme natürlich gern in so einen Zerleichkäse her. Und dann tut man das Ganze gut salzen. Und ein bisschen Pfeffer dazu. Ich mag auch gerne ein bisschen eine Muskatnuss noch. Reibe mir auch noch ein bisschen rein. So, jetzt wird's oft schon. Und dann habe ich da noch einen frischen Baldersee aus dem Garten. Und zwei Eier. Und nachher kommt da dann noch ein bisschen Milch dazu. Die tun wir auch noch in die Pfanne rein, die lassen wir auch noch warm werden. Und nachher lade ich das Ganze über mein vorbereitetes Knödelbrot. Zum Schluss streue ich noch ein bisschen Mehl drüber. Verriere das Ganze zu einem kompakten Teig. Genau, und nachher lassen wir den vielleicht so 10 Minuten ein bisschen durchziehen. Und nachher mache ich mir meine Hände ein bisschen nass. Und mache da so kleine Baller. Deren ein bisschen Flachdruck in die gewünschte Größe. Und braut ihr da dann schön goldbraun in der Pfanne aus. Dann habe ich da dann schon eine Rindsuppe vorbereitet. Und dann lassen wir die Rindsuppe so leicht kochen. Und in diese Rindsuppe tun wir unsere Knödeleiche. Und lassen es da dann nochmal ungefähr eine Viertelstunde ziehen. Das ist eine ganz gute Variante für den Winter, wenn man von außen reinkommt, dann heizt es wieder gut auf. Und es passt da dann natürlich gut ein Salat dazu, aber auch ein Sauerkraut, weil man ja im Winter nicht so viele frische Produkte hat. Im Sommer hingegen passt natürlich gut ein frischer Salat aus dem Garten mit einem guten Dressing drüber. Und nachher gleich ein frisch gebackener Käsepressknödel da drauf. Ein bisschen frischen Schnittlauch aus dem Garten und schmecken lassen.